Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich gerne die Neuregelung über alle Ökotax-Produkte vorstellen, welche am 1. April 2021 in Kraft treten. Alle Neuregelungen auf einen Blick sind ebenfalls auf unserer Website ersichtlich. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Alicia und ich bin zuständig für die Zertifizierung Step by Ökotex, welches Textil- und Lederhersteller aller Verarbeitungsstufen in Bezug auf Umweltschutz und sozialer Verantwortung zertifiziert. Ja, aufgrund der derzeitigen Beschränkungen von Covid-19 waren persönliche Audits schwierig durchzuführen. Somit haben sich auch einige Prozesse in die Länge gezogen, auch zurückzuführen auf eigene Ökotex-Maßnahmen, da zum Beispiel keine Zertifizierungen ohne Vorortbesuche bei Step erlaubt sind, Reisebeschränkungen sowie Social Distancing, des Weiteren durch die in den verschiedenen Ländern ja, unterschiedliche nationale und regionale Beschränkungen. War es schwierig, Audits durchzuführen, eben auch institutseigene Reisebeschränkungen, um die Gesundheit der Auditoren zu gewährleisten, sowie auch eben Unternehmensrichtlinien unserer Kunden. Ab sofort können aber für alle Ökotex-Zertifizierungen virtuelle Audits durchgeführt werden, beziehungsweise können für alle Zertifizierungen bei welchen On-Site-Besuche stattfinden, wie beispielsweise beim Eco-Passwort, können eben virtuelle Audits durchgeführt werden. Wichtig ist aber anzumerken, dass dies eine vorübergehende Lösung sein wird, bis wirklich wieder regelmäßige Besuche eine mögliche Option sind. Ökotex hat in Zusammenarbeit mit ZDHC und anderen Stakeholdern eine Guidance für virtuelle Audits erstellt. Für neue Step-Kunden gibt es aber spezielle Anforderungen, da wir hier auch zwischen Bestandskunden und Neukunden unterscheiden müssen. Für Erstzertifizierung kann ein sogenanntes Remote-Guided Audit durchgeführt werden. Hier werde ich auch später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen. Nun werde ich euch mehr über die Neuregelungen für das Produkt Made in Green erzählen. Bezüglich dem Made in Green Standard müssen gewisse Komponenten von Made in Green Artikeln aus einer Step-zertifizierten Produktionsstätte kommen. Und folgende Anforderungen sind somit neu seit dem 1.4.2020. Im Kapitel 2.1 bei Kriterium 3 müssen Gummi und Karton nicht aus Step-zertifizierten Betriebsstätten kommen. Und im Kapitel 2.2 bezüglich den B2B-Anforderungen sind Großhändler und Manipulanten von den Step-Kriterien ausgeschlossen. Aber das Zwischenprodukt, welches sie verkaufen, muss auf jeden Fall von einem Step-zertifizierten Unternehmen stammen. Des Weiteren in Kapitel 4.3.3 wurde die Artikeldefinition optimiert. Produktionsstätten sollten bei der Erstellung eines Made in Green Artikels mindestens drei Komponenten hinzufügen. Und weiterhin gibt es neue Empfehlungen für Artikelnamen und Artikelbeschreibungen. Seit dem 1.2021 wird im Anhang 4 ein Umsetzungsbeispiel für Windeln bezüglich der Step-Kriterien dargestellt, wie auch auf der Slide links ersichtlich. Hier wird aufgezeigt, welche Komponenten aus einer Step-zertifizierten Betriebsstätte kommen sollen. Und in Annex 5.1 gibt es neue Definitionen für Article, Article Group, Product und Product Line.
Ein Verweis auf den Ökotext-Verhaltenskodex im Anhang 2 wurde hinzugefügt, was auch bei allen anderen Standards unserer Produkte ebenfalls der Fall ist. Weiterhin gibt es Neuregelungen im Label-Check von Made in Green. Im Label-Check auf unserer Website kann von Verbrauchern die Gültigkeit von Ökotext-Labeln überprüft werden. Durch die Eingabe der Labelnummer können auch bei Made in Green ebenfalls weitere Informationen, wie zum Beispiel die Lieferkette, in welchen Ländern und Produktionsbetrieben der gekennzeichnete Artikel produziert wurde, zurückverfolgt werden. Ja, und was ist neu im Made in Green Label-Check? Anzeige von Farben des Artikels, wie ihr oben links im Bild seht. Ebenfalls gibt es Änderungen der Icon-Anzeige, zum Beispiel von Produktion mit einer Betriebsart Trockenspinnen unten links im Bild. Und wenn man auf das Icon einer vertikalen Produktionsstätte klickt, werden neu auch die Produktionsschritte der Betriebsstätte angezeigt. Mit Icon. Hier. Made in Green gilt seit 2020 nicht nur für Textilien, sondern auch für Lederartikel. Das neue Feature für Made in Green Leder in myÖkotex ist, dass die Lederstandardzertifikate jetzt in der Produktübersicht angezeigt werden können und somit für eine Made in Green Artikeldefinition ausgewählt werden können. Das zweite neue Feature ist, dass Lieferanten jetzt über ihr Lederstandardzertifikat oder auch den Firmennamen in eine Made in Green Lieferkette hinzugefügt werden können. Nun komme ich auf die Neuregelung für Standard 100 bei Ökotext zu sprechen. Die PFOA und PFC-Änderungen wurden schon als Quick-Fix im September 2020 angepasst. PFOA wurde erweitert zu PFOA und Salze. Die Einheit wurde auf Milligramm pro Kilogramm geändert und der Grenzwert von 1,0 Mikrogramm pro Quadratmeter auf 0,025 Milligramm pro Kilogramm reduziert. PFOA-bezogene Stoffe, welche bisher unter Beobachtung waren, sind neu mit einem Grenzwert von 1,0 Milligramm pro Kilogramm in den Kriterienkatalog mit aufgenommen worden. Auf der Slide sehen Sie auch nochmal die Änderungen hervorgehoben, wie im Standard in der Tabelle ersichtlich. Des Weiteren wurde Talg in die Fußnote 1 im Standard 100 in Anhang 4 und 6 in Bezug auf den pH-Wert mit aufgenommen. Die Ausnahme für Filmmaterialien, zum Beispiel Polyolefinfilme mit inkorporiertem Calciumbicarbonat, Calciumcarbonat oder eben Talg, die keinen direkten Hautkontakt aufweisen, mit einem pH-Wert von 4 bis 10. Recycelte Materialien stellen im Standard 100 spezielle Herausforderungen dar. Somit wurden auch besondere einheitliche Regeln herausgearbeitet. Eine der größten Herausforderungen sind auch die unterschiedlichen Herkünfte der Materialien und die damit auch einhergehenden Qualitätsunterschiede. Deshalb gelten auch hier besondere Regeln im Zertifizierungsprozess und es muss ein Mindestanteil von recyceltem Material, 20% des textilen Hauptbestandteils im zu prüfenden Produkt bestehen. Unterschiedliche Prüfprogramme in Abhängigkeit der Herkunft des Materials werden auch angewendet. Und ebenfalls werden zusätzliche Hintergrundinformationen, wie zum Beispiel auch die Herkunft des Materials,
bestehende Zertifizierungen und eine Massenbilanz benötigt. Und zusätzlich werden auch weiterführende Fragen, zum Beispiel on-site, beim On-Site-Visit gestellt. Des Weiteren kann ein ausgestelltes Hangtag verwendet werden, um Kunden über die Recycling-Bemühungen zu informieren, die eben auch in das Produkt eingeflossen sind. Das Format wird von Ökotex zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden folgende Grenzwerte im Standard 100 und LEDA-Standard angepasst. Der Grenzwert von Bisphenol A ist von 1000 auf 100 reduziert worden. Dies trifft für Anhang 4 und Anhang 6 zu. Bei Zubehör aus Glas wurde ein Grenzwert bei Cadmium und extrahierbarem Blei für die Produktklassen 2 bis 4 von 0,1 Gewichtsprozent eingeführt. Nun werde ich auf die Neuregelung vom Lederstandard zu sprechen kommen. Bezüglich den Änderungen von PFOA und PFC, welche im September 2020 bereits eingeführt wurden, wurden für den LEDA-Standard für PFOs, PFOSA, die Einheit von pro Fläche Mikrogramm pro Quadratmeter auf pro Masse Milligramm pro Kilogramm geändert. Die Änderungen sind eben auch äquivalent zum Standard 100. Ebenfalls auf der Slide wie auch die Tabelle im Standard ersichtlich. Des Weiteren haben wir identifiziert, dass es eine klare Unterscheidung und somit auch Definition der beiden Begrifflichkeiten Leder und Pelz im Standard notwendig sind. Somit wurden auch die Definitionen für Leder und Pelze zum Standard Lederstandard bei Ökotex unter 4.5 und 4.6 hinzugefügt. Die neuen Definitionen sind hier auch ersichtlich auf der Slide und können im Standard nachgelesen werden. Im Lederstandard wurde die Whitelist erneuert bzw. erweitert. Die Whitelist beinhaltet alle zur Zertifizierung zugelassenen Lederarten. Für den Lederstandard, die Zertifizierung anderer Lederarten, welche nicht auf der Ökotex-Whitelist stehen, können auch beim Ökotex-Sekretariat angefragt werden. Sie wurde mit den Lederarten zum Beispiel Pferd, Rotwild, Rentier erweitert und ist nicht nur im Abschnitt 2 publiziert, ist nun im Abschnitt 2 publiziert. Neu eingeführt wurden die Definitionen von chromfrei gegerbt und oder metallfrei gegerbten Produkten. Dies sind angelehnt an die ISO 15115 und ermöglichen Herstellern eine Kennzeichnung von chromfrei und metallfrei gegerbten Produkten im Zertifikatscope. Die genauen Anforderungen sind in der Tabelle unten aufgelistet, hier auch auf der Slide ersichtlich. Gerbeprozess berücksichtigt sein und erfüllt die Anforderungen von 3.2 bzw. 3.5.7 des ISO 15115. Ohne zusätzliche Labortests zum Nachweis muss auch durchgeführt werden und die entsprechenden Grenzwerte, welche in Anhang 4 aufgeführt sind, müssen auch dementsprechend eingehalten werden. Im Folgenden werde ich euch die Neuregelung für das Produkt Step by Ökotex präsentieren. Gerne möchte ich nochmals auf die virtuellen Outlets konkret für das Produkt Step by Ökotex eingehen.
Ein neues Auditverfahren gilt für Kunden, bei denen Reisebeschränkungen gelten und der übliche Step-Zertifizierungsprozess nicht eingehalten werden kann. Je nach Status des Kunden gelten unterschiedliche Auditverfahren. Bei Neukunden, die sich zum ersten Mal für Step angemeldet haben, kann vom Step Auditor ein sogenanntes Remote Guided Audit durchgeführt werden, wobei das Vor-Ort-Audit von einem Ökotex-Vertreter unter Anleitung des Step-Auditors durchgeführt wird. Bestehende Step-Kunden, die sich im Konformitätsprozess befinden, werden vom Step-Auditor per Virtual Office Audit auditiert. Der Step-Auditor entscheidet auch zusätzlich, ob es notwendig ist, eine virtuelle Facility-Tour durchzuführen. Bestehende Step-Kunden, die sich im Rezertifizierungsprozess befinden, wenden das folgende Auditverfahren an. Wenn keine wesentliche Änderung innerhalb des Unternehmens stattgefunden haben, wird ein Virtual Office Audit durch den Step-Auditor mit den Kunden durchgeführt. Wenn wesentliche Änderungen, zum Beispiel im Management, Einheiten oder Prozesse oder zusätzliche Prozesse innerhalb des Unternehmens stattgefunden haben, führt der Step-Auditor ein Virtual Office Audit und auch noch eine Virtual Facility Tour durch. Oder ein On-Site Audit innerhalb von den nächsten 9 Monaten kann durchgeführt werden, wenn die Reisebedingungen stimmen. Detaillierte Informationen werden auch vom entsprechenden Institut zur Verfügung gestellt. Ebenfalls bewertet das jeweilige zuständige Institut bzw. auch der Step Auditor, ob ein virtuelles Audit angemessen ist und wirklich die Einhaltung der Step-Kriterien gewährleistet werden kann oder werden können. Bezug nehmend auf die Aktualisierung im Standard. Es wurden die Grenzwerte der Luftemissionen angepasst. Das Step bei Ökotex Team hat erfolgreich an der ZDHC-Arbeitsgruppe für Luftemissionen teilgenommen und das Resultat wird im ZDHC Emissions White Paper veröffentlicht. Um eben auch die Standards zu harmonisieren, hat Ökotex seine Grenzwerte für Luftemissionen beschlossen zu verschärfen. Die SO2-Grenzwerte für feste und flüssige Brennstoffe können auf der Slide links angesehen werden, eben wie auch im Standard. Für Anlagen mit einem Heizwert zwischen 0,3 Megawatt und 2 Megawatt, 2 Megawatt und 50 Megawatt wurden bei Festbrennstoffen der Wert von 2000 auf 750 Milligramm pro Newton Kubikmeter verringert, als Beispiel. Des Weiteren wurde eine neue Substanz auf die Chemikalienliste mit aufgenommen, eine Neuaufnahme von Titaniumdioxid für Partikel mit lungengängiger Größe zur Gruppe 14 der Step-MRSL wurde eben entschieden, da Titandioxid gefährlich sein kann für die Arbeiter während dem Textilfärbeprozesses, die auch die Partikel einatmen können. Ebenfalls wurde der Step-Fragenkatalog weiterentwickelt. Der Step-Fragenkatalog enthält insgesamt 411 Fragen. Anzumerken ist aber, dass nicht jeder Kunde 411 Fragen beantworten muss. Je nach Prozesse einer Betriebsstätte wird der Katalog dynamisch angepasst. Dies kann je nach Prozess von 270 Fragen bis zu 350 Fragen auch variieren. 2 Fragen wurden gelöscht bzw. konsolidiert von 2020 zu 2021. 10 Fragen wurden in folgenden Bereichen: Treibhausgasemissionen innerhalb der Betriebsstätte, Sicherheit in und um die Wasserbereitungsauflage, Bewusstsein für existenzsichernde Löhne, Präventionsaktionsplan bezüglich Epidemien, Pandemien auch hinzugefügt.
Und des Weiteren wurden auch nützliche Hilfestellungen zu einigen Fragen eingebaut. Zu guter Letzt werde ich auf die Neuregelung des Eco-Passports bei Ökotex eingehen. Es wurden Anpassungen zur Einhaltung der REACH-Gesetzgebung und Substances of Very High Concern Konformität vorgenommen. Aufgrund des REACH-Anhang 17 und zur SVHC-Konformität werden die Isocyanate als Unterbeobachtung dem Eco-Passport hinzugefügt. Wie oben im Step-Bereich auch schon erwähnt, wird zur Einhaltung der Konformität mit wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer eigenen RSL die Substanz Titandioxid der Ecopassport RSL ebenfalls hinzugefügt, mit dem Kommentar nur für Partikel mit lungengängiger Größe. Wie ich schon erwähnt habe, können alle Neuregelungen und Standards auf unserer Ökotex R-Website eingesehen werden. Bei Rückfragen können Sie sich auch jederzeit an Ihr entsprechendes Institut wenden. Und ich danke allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit und wünsche auch im neuen Jahr viel Gesundheit und hoffentlich weniger Turbulenzen bezüglich der Corona-Krise. Dankeschön!